Einfach genial auf dem Weg nach Schwabmünchen. Hier wohnt Robert Garso mit seiner Familie. Wegen eines ganz alltäglichen Problems gab es im Hause immer mal Nervereien. Es ging um den Müll. Müllbeutel ist voll, ich trage den Müllbeutel raus zur Tonne, komme dann wieder rein und muss natürlich hier einen neuen Müllbeutel reintun. Das Problem ist einfach, wo ist der Müllbeutel in der Küche? Ich habe nach einem Beutel gesucht, dann vergessen, den Müllbeutel reinzutun. Und da dachte ich mir, da müsste man doch mal was erfinden. Und das tat Robert Garso. Bei mir hängt jetzt der neue Müllbeutel schon unten dran. Reißt es ganz einfach ab, mach mir den auf und hab sofort einen neuen Müllbeutel zur Hand. Was steckt hinter der Erfindung? Hier hat alles begonnen, in Robert Garsos Werkstatt im Nachbarort. Er dachte, eine Dose könnte die Lösung sein. Eine flache Vorratsbox für Müllbeutel. Denn die Rolle einfach so im Mülleimer? Viel zu unhygienisch. Ja, wenn man jetzt die Rolle einfach mal so in den Eimer reintut und dann noch was Scharfkantiges wegschmeißen möchte, so ein Beutel ist ja vielleicht auch mal schnell gerissen, dann wäre im Prinzip die Rolle sofort versaut und verschmutzt und da ist es in der Box einfach praktisch und hygienisch verpackt. Klingt einfach, war es aber nicht. Robert Garso probierte monatelang, die Beutel so in eine Dose zu packen, dass er sie ohne Verknoten wieder rausziehen konnte. Zunächst versuchte er, die Tüten zu falten, wie Taschentücher aus der Box. Das Problem ist gewesen, dass bei Papiertüchern das wunderbar funktioniert, aber bei den Müllbeuteln ist es so, dass die sich statisch aufladen und schlussendlich alle aneinander kleben. Falten ging also nicht. Robert Garso versuchte als nächstes, die aneinander hängenden Beutel aufzuwickeln. Schon besser. Ja, nachdem das jetzt mit dem Wickeln geklappt hat, brauche ich natürlich einen Behälter. Und da war die erste Idee für so eine Dose. Da habe ich mir so eine Dose zusammengeschweißt, einfach mal. Die Frisbee-Scheibe von meinem Sohn genommen und da gleich mal die Beutel reingewickelt und dann gleich mal ausprobiert. Und das hat auch so wunderbar funktioniert auch gleich. Inzwischen wird nicht mehr mit der Hand gewickelt. Robert Garso hat die passende Maschine gleich miterfunden und bauen lassen. Was hier genau passiert, ist Produktionsgeheimnis. Auf jeden Fall werden die Beutel so gepackt, dass man sie später einzeln aus dem Spender ziehen kann. Skippy nennt Robert Garso seine Box. Die ist nicht nur für den Abfalleimer zu Hause gedacht, sondern auch für unterwegs, beim Camping oder im Auto. Ja, wir haben jetzt hier 25 aneinanderhängende Beutel. Und die sorgen dafür, dass der Erfinder fast nie mehr Müllbeutel suchen muss und sich beim Wechsel die Hände nicht schmutzig macht. Kein Verheddern, kein Verknoten. Leben kann Robert Garso von seiner Idee noch nicht. Den Vertrieb übernimmt er überwiegend selbst, fährt auf Messen und liefert auch mal persönlich. Zum Beispiel in den Frisiersalon seiner Lebensgefährtin. Den Müllbeutelspender gibt es für drei verschiedene Eimergrößen. Einer kostet knapp 3 €. Ja, also die Welt wird es sicherlich nicht verbessern, aber ich denke mal, den Alltag macht dadurch für viele Leute einfach ein bisschen bequemer. Für den Erfinder und seine Lebensgefährtin klappt das jedenfalls ganz gut. Im Frisiersalon und auch zu Hause. Denn Müllärger im Haushalt ist seitdem Vergangenheit. Zurück in Heirutsberg